Herzlich willkommen zu Mickys Adventskalender 2020. Jeden Tag eine Frage und ein Engel. Bam! Heute das sechste Türchen und heute habe ich eine ganz besondere Frage für euch mitgebracht aus diesem wunderbaren Buch von Carmen Kindel-Ballfuß. Fragen können, wie Küsse schmecken. Und es ist die Frage, die uns wieder ein bisschen so auf Weihnachten hin bewegt. In jeder Familie gibt es ja so kleine Lebensweisheiten. Also wenn ich zum Beispiel an meinen Vater denke, dann fällt mir sofort der Spruch ein, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Das hat er immer zu jeder Gelegenheit gesagt. Das ist so eine Lebensweisheit aus meiner Familie. So, welche der Lebensweisheiten oder der Erfahrungen deiner Familie sind dir im Moment besonders nützlich in dieser ganzen Lockdown-Zeit, in dieser Adventszeit? Welche Lebensweisheiten, welche Erfahrungen deiner Familie sind dir jetzt im Moment besonders nützlich? Und dazu setze ich jetzt gleich wieder meine Engelsbrille auf, die mir meine liebe Freundin Ellen Hollewein aus Afrika zugesandt hat. Und mit dieser Engelsbrille betrachte ich den Engel, den ich dir heute schenken möchte. Und zwar ist das der Engel der Zuverlässigkeit. Aus diesem wunderbaren Buch von Anselm Grün, 50 Engel für die Seele. Ich wünsche dir in deiner Nähe viele Engel der Zuverlässigkeit. Auf wen Verlass ist, der gibt dir Zuversicht. Auf den kannst du vertrauen. Wer gewissenhaft seine Arbeit verrichtet, auf den kannst du dich verlassen. Bei ihm fühlst du dich sicher. Der Engel der Zuverlässigkeit möge dich selbst in die bescheidene Tugend der Zuverlässigkeit führen. Dann werden sich die Menschen an dir freuen. Und du selbst wirst mit gutem Gewissen gewissenhaft deine Arbeit tun, im Wissen darum, dass es den anderen gut tut. Und dass sie es dir danken werden. Wenn sie sich auf dich verlassen können, dann wirst du ein Klima des Vertrauens erzeugen, in dem sich nicht nur die anderen, sondern auch du selbst wohlfühlen wirst. In diesem Sinne möge dich dieser Engel heute durch den Tag begleiten. Und ich freue mich, wenn du morgen wieder einschaltest, wenn wir das siebte Türchen öffnen werden. Bis dann.